Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, ja, wir sind wieder in der Halle. Ja, es läuft immer noch nicht. Ja, es war der Wärmetauscher, ihr habt es alle reingeschrieben. Ja, das komplette Armaturenbrett ist wieder draußen. Und da haben wir den Patienten schon auf der Bank. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass es hier irgendwo raussifft. Den werden wir jetzt mal auseinandernehmen und hoffentlich schnell die Ursache finden. Immer top, Gebrauchteile zu verbauen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das war so unnötig. Die Ursache für die Sauna im Innenraum war also gefunden. Es war der Wärmetauscher. Oder besser gesagt, dieses kleine Ventil, was die Heizung betätigt. Der Dichtring zerlegte sich direkt im Ausbau in 1000 Einzelteile. Auch das Heizungsventil an sich, welches sich eigentlich leicht öffnen und schließen lassen muss, funktionierte erst nach einiger mechanischer Bearbeitung wieder. Da stand ich also nun und es klang so, als würde ich das Video im Nachhinein einsprechen. Tue ich aber gar nicht. Um also das Problem mit dem nicht auf allen Zylindern laufenden Motorlauf zu finden, habe ich begonnen, die Einspritzleiste zu demontieren. Und was ich dort gesehen habe, ließ mich wirklich an jeglicher Vernunft der menschlichen Bevölkerung zweifeln. Der Versuchsaufbau war simpel. Nachdem ich die Einspritzleiste abgebaut habe, habe ich einfach die Ventile nach außen gedreht und jetzt können wir bei der Drehung des Motors sehen, wo Benzin rauskommt und wo nicht. Startet die Benzinhungerspiele. Okay, alle funktionieren. Ich habe so eine kranke Sidequest hinter mir. Die E30-Modelle haben keine Motorkontrollleuchte in der EU. US-Modelle vom E30 haben tatsächlich eine, weil es damals Pflicht war wegen der Abgasnorm. Der Motorkabelbaum und das Steuergerät an sich ist in der Lage, die Motorkontrollleuchte anzuzeigen. Das bedeutet, ich habe angefangen, am Motorkabelbaum hier eine kleine Lampe zu verbinden, damit ich den Fehlercode ausblinken kann. Also statt auszulesen, dass man den quasi ausblinkt. Das heißt, du hast eine Blinksequenz, da hast du dann deinen Fehlercode, je nachdem wie oft es blinkt. So, jetzt habe ich versucht, die Lampe anzuschließen und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Man aktiviert diese Blinkfunktion, indem man 5-mal schnell aufs Gas geht mit Zündung in Stufe 2. Das hat nicht funktioniert. Woran kann es liegen, dass er nicht checkt, dass ich das Gas aufmache? Dann habe ich geguckt, es ist ein kleiner Schalter unterhalb der Drosselklappe, der quasi hier checkt, okay, jetzt ist die Drosselklappe geschlossen. Dann dreht er sich auf, wenn die Drosselklappe sich öffnet. Und dann seht ihr, dass sich hier ein kleiner Kontakt schließt. Und dann weiß er, okay, ab jetzt geben wir Vollgas. So, ratet mal, was bei mir nicht funktioniert hat. Richtig, die Vollgasstellung. Das heißt, nur der Bereich zwischen kein Standgas und Vollgas hat funktioniert. Das bedeutet, unser Motorsteuergerät hat den kompletten Vollgasbereich nicht gecheckt. Jetzt habe ich das Ding auseinandergebaut. Das komplette Teil war voller Öl. Habe es einmal gereinigt, habe Kontaktspray hier reingesprüht und jetzt funktioniert der Durchgang einfach wieder. Und jetzt darf es nicht piepen. Ich hoffe, es ist der Fehler, warum der Motor nicht läuft. Das würde erklären, dass bei spontanen Gasstößen der Motor sich komplett verschluckt und nicht vernünftig laufen kann, weil er gar nicht kapiert, dass die Drosselklappe offen ist. Hallo! Der reparierte Schalter ist jetzt verbaut, aber er funktioniert jetzt hoffentlich. Das können wir testen, indem wir jetzt an den Motorstecker-Pin eine Prüflampe anschließen, die quasi die Check Engine Light im US-Modell ersetzt. Die Prüflampe leuchtet schon mal, das heißt, jetzt gerade wäre Check Engine an. Bitte ignoriert den auseinandergebauten Innenraum. Okay, und jetzt müssen wir 5-mal das Gaspedal schnell drücken hintereinander und dann müsste diese Lampe anfangen zu leuchten. Seid ihr bereit? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aus, an, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lang. 1, 4, 4, 4. 1, 4, 4, 4 ist keine Fehler vorhanden. Entweder war der Fehler der Drosselklappensensor und der läuft jetzt, oder das Ding will mich komplett kaputt machen. Dann muss er ja laufen.
Okay, Boys and Girls, erster Testlauf mit repariertem Drosselklappensensor. Vielleicht gibt er uns dann ja einen anderen Fehlercode aus. Das wäre ja auch schon mal was als den aktuellen. Naja, wie gesagt, ich erwarte nicht viel. Jetzt wird er eh erstmal orgeln, weil die ganze Spritgeschichte leer ist. Eins, zwei, zwei, drei. Eins, zwei, zwei, drei. Läuft der Schlaufen endlich, aber zieht euch das mal rein. Zieh jetzt mal die Nummer 1 ab. Keine Veränderung. Vier. Keine Veränderung. Fünf. Keine Veränderung. Drei. Keine Veränderung, Digga. Keine Ahnung. Das Ding ist so verhext. Blinkt mir die Fehlercodes jetzt. Kühlmitteltemperatursensor. Das war's. Ich habe mich jetzt dem lustigen Blinkcode mal angenommen. Der heißt Kühlmittelsensor. Das ist dieser blaue. Der Sensor an sich funktioniert von den Widerständen. Aber seht ihr das Kabel hier? Da ist ziemlich genau an derselben Stelle was aufgescheuert. So, endlich Fehler gefunden. Der Temperatursensor hatte tatsächlich einen Kurzschluss nach Masse. Das habe ich jetzt repariert. Ich habe wirklich große Hoffnung jetzt. Ich hatte lange keine Hoffnung mehr, aber jetzt habe ich große Hoffnung. Ich bin traurig, gebrochen, aber noch nicht am Ende. Es kann wirklich sein, dass das jetzt der Wendepunkt ist, weil gerade die alten M20 hatten immer Kaltstartprobleme. Das hat BMW damals mit einem Kaltstartrelais gefixt. Und da dieser Sensor quasi den totalen Kaltstart erklärt hat, hoffe ich, dass wir jetzt hier einen kleinen Gamechanger drin haben. Ich habe wirklich Hoffnung, dass das jetzt ein krasser Fehler war, den wir gefunden haben. Vielleicht ist er ja sehr süchtig nach seinem blauen Temperatursensor. So, Lampe ist angesteckt und wir schauen einfach mal. Was? Nicht mehr, Digga. Das klang gar nicht gut. Das klang ein bisschen Motorschaden-like. Willkommen zu den 5 Phasen der Trauer. Phase 1 ist die Verleumdung. Nee. Nee, 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 nee. Das kann's jetzt nicht sein. Das ist nicht das Ende. Das kann's jetzt nicht sein, Digga. No way. Nein. Phase 2 ist die Wut. Hä? Er lief doch gestern noch. Was ist denn jetzt passiert? Über Nacht. Er springt an, geht direkt aus und rüttelt, rappelt. Das Ding jetzt wirklich, wirklich gefressen. Das kann's nicht sein. Phase 3 nennt sich Verhandlung. Also entweder liegt da jetzt ein Werkzeug drin, irgendwo, oder der hat einen Pleuellagerschaden. Mal auslesen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hier. Cool, keine Fehler. Phase 4 ist die Trauer. Ich bin schockiert, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herzlich willkommen zu meinem Statement. Ich wollte so ein Video nie machen, doch jetzt muss ich es machen. Das Ding, ich habe den Fehler gefunden. Bevor ich jetzt weiter aushole, zeige ich es euch. Das Ding macht mich fertig. Ich habe den Ventildeckel abgebaut, mir die Auslassseite angeguckt, alles gut. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt, warum mindestens 3 Zylinder fehlen. Schauen wir es uns doch mal an. Hallo? 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 Ja. Das ist ja sehr interessant. Das war's dann an dieser Stelle. Phase 5 ist die. Warum hat dieser verdammte Motor seine Kipphebel gesprengt?
Die Stimmen werden lauter. Das erklärt auf jeden Fall, warum der nicht auf allen Zylindern lief, sagen wir mal so, ne? Das Steuergerät so, nee, ich hab keinen Fehler. 1444, ne? Keine Fehler, alles gut. Schreibt in die Kommentare, warum das Ding gefressen hat. Ich kann es mir Stand jetzt nicht wirklich erklären. Ja, Leute, ihr wisst, es ist ernst, wenn die Motorhaube abkommt. Aber ich denke, das war's erstmal mit dem Motor. Ich bin nochmal in mich gegangen, habe überlegt, wieso kann so ein Ding brechen? So ein Ventil, Kipphebel, Kipphebel heißt es. Wieso kann so ein Kipphebel brechen? Hab mir gedacht, ja, eigentlich nur zwei Sachen. Entweder Materialermüdung, zu heiß geworden und dann gebrochen. Oder aber, und das ist wahrscheinlicher, da ist ziemlich Druck drauf gekommen. Und zwar von der anderen Seite, also von unten. Sehen wir es uns zusammen an. Okay, gehen wir erstmal in die, die gebrochen sind, rein. Ähnlich gebrochen wie ich bin. Da ist die Ventiltasche eigentlich. Und seht ihr, wo das Ventil aufgesetzt hat? Da am Rand und hier. Dann habe ich gedacht, okay, einer weniger. Bin in den sechsten reingegangen. Da sehen wir dasselbe. Ja, hier kommen wir jetzt nicht direkt rein, aber da sehen wir auch den Rand. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht war es das jetzt. Habe nochmal alle anderen Zündkerzen rausgeholt. Und auch hier sehen wir einen direkten Treffer. Das bedeutet, der komplette Kopf ist eigentlich im Eimer. Das kann eigentlich nur an verstellten Steuerzeiten liegen. Ich habe den Zahnriemen selber gewechselt. Und ja, ich habe die Motorhaube jetzt abgemacht, um jetzt einmal zu gucken, woran hat es gelegen? Was ist da passiert? Erklären kann ich es mir nicht aktuell, weil ich habe zweimal durchgedreht. Es kann nur sein, dass der irgendwie einen Zahn übersprungen hat. Egal, wir gucken da jetzt rein. Das heißt auf jeden Fall, dass die Ventile alle krumm sind. Alle 12, sind ja zum Glück nur 12. Und die Ventilführungen sehr wahrscheinlich auch kaputt sind. Wir haben richtig Geburtstag, also das ist auch nicht mehr witzig. Das ist auch kein YouTube-Content mehr, das ist einfach nur blöd gelaufen. Ich habe meinen Motor reparieren wollen, doch hab ihn dann gesprengt. Der Kipphebel hat's nicht überlebt, er hat sich weggesprengt. Das Ventil küsst den Kolben in zauberhafter Harmonie. Hier ist er auf OT. Hier sehen wir hier die OT-Markierung, da, und sie sollte mit diesem Strich fluchten. Das heißt, das sind mindestens 6 Zähne off. Ja, ich habe eben in dem Video nochmal geguckt, als ich den Zahnriemen gemacht habe, da habe ich nicht das Schwungrad benutzt, sondern die Kurbelwellenmarkierung direkt. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt gleich unterm Schwungrad aussieht. Ich habe gerade keine anderen Worte dafür. Ja, okay, der ist übergesprungen. Und die sollte da drüben sein, wo es so abgebrochen ist. Der ist einfach übergesprungen. Hier sehen wir es nochmal im Video. So war er eingestellt und so ist er jetzt. Shit. Okay, um jetzt rauszufinden, ob die Ventile krumm sind, machen wir mal eine Druckverlustprüfung auf dem vierten Zylinder. Der wirkt unbetätigt und ja, hier kann sich nichts mehr betätigen. Ich denke, ihr hört, das Ventil ist krumm. Ich verstehe das nicht. Also eigentlich kann es ja nur an dem Spanner liegen, obwohl ich die Spannung halt nicht komisch finde oder so. Vielleicht hat sich hier die Schraube gelöst. Mal gucken. Nee. Auf jeden Fall fest. Ja, ich habe jetzt den Spanner ein bisschen angeguckt. Wirklich verstehen, was hier passiert ist, tue ich nicht. Die Rolle dreht sich. Was hier genau passiert ist, keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Checken wir nochmal die Aufnahme des Zahnriemenwechsels. Alles auf OT. Stellen, Spanner lose einbauen mit neuem Riemen. Zweimal durchdrehen, damit Spannung aufgebaut wird. Und mit Drehmoment festziehen.
Weil eigentlich macht man es so, man schraubt die fest, die lässt man ein bisschen lose, dann schraubt man die ein bisschen raus, dreht den Motor zweimal durch und zieht ihn dann fest. Spannung hat. Genau, ja, und genau das habe ich gemacht. Er war in dieser Position am Ende, jetzt wo ich ihn also abgemacht habe. Ja, wenn das ungespannt ist. Anschlag der Schraube. Ja, oder die Feder ist zu schwach, ich verstehe es nicht. Also auf den ersten Blick sieht das auch ein bisschen komisch aus, muss ich sagen, dieser Spanner. Ja, bisschen alt vor allem. Und so war der Spanner. Und hast du mal am Zahnriemen hier gedreht so, weißt du? Ja. Also war schon lockerer, aber jetzt nicht so, dass er 5 Zähne überspringt locker. 5 Zähne war es falsch. Ja. Oh Gott. Ja, ist alles kaputt. Ja. Also aber ich habe auch eine Druckverlustprüfung gemacht auf ein paar Zylindern, die halt Ventile geschlossen hatten, pfeift komplett durch. Also es ist alles krumm. Dann, ne? Ja. Naja, die Feder soll, du machst jetzt einen Zahnriemenwechsel und dann lässt du die Schraube locker, drehst 2-3 Mal durch, keine Ahnung, 5 Mal, weiß ich nicht. Und dann hast du halt die Sollspannung auf dem Riemen. Ja. Und mehr musste nicht gespannt werden, deswegen machst du den dann da fest. Die Feder ist halt nicht neu gewesen. Ja, vielleicht war es einfach zu locker. Ja. Was ich mich frage, warum ist ein das Schrott? Außer das ist ja kein einziger Schrott, ne? Ne. Wenn die, in Relation zum Motor zu spät ist. Also die war auf OT und die Kurbelwelle war zu früh quasi. Vielleicht. Eigentlich ist es ja andersrum. Ja. Er springt ja auch nicht hier oben rüber, sondern unten. Ja. Ne, das ist ja ein viel kleines Rad, viel weniger Auflagefläche und so weiter. Deswegen ist es eigentlich so, dass er auf spät ist. Mhm. Aber wenn es auch früh ist, ist es schon ein bisschen komisch. Und dann wäre es halt, wie gesagt, Auslass, ne? Ja, vielleicht wegen. Nach oben, bapp. Vielleicht wegen diesen lustigen Kolben, dass die Auslassseite gar nicht so in die Position kommt, dass die überhaupt aufschlagen kann. Ich habe ihn halt angemacht, ganz normal. Mhm. Und dann war halt das Geräusch da. Er lief ja gestern Abend noch. Also beim Starten? Ja, direkt beim Starten kam das Geräusch. Und dann habe ich halt ausgemacht, habe Ventildecke abgemacht und habe hier 3 von diesen Dingern gehört. Und dachte, okay, vielleicht beim Ventile einstellen irgendwas das falsch war auch gegangen. Mein erster Gedanke. So. Aber da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Und dann, irgendwas muss das Ding halt gesprengt haben, ne? Hast du halt den Impact. Alter. Ja, okay. Und irgendwo noch. Da wird jedes Ventil krumm. Das erklärt auf jeden Fall auch, warum er immer schlechter und schlechter lief. Oder sich wahrscheinlich immer weiter und weiter verstellt hat und dann irgendwann ging gar nichts mehr. Wahrscheinlich erstmal nur 1-2 Zähne, weswegen er scheiße lief und dann wird es immer schlimmer. An dieser Stelle bin ich auf eure Theorien gespannt in den Kommentaren. Ich muss mir mal überlegen, was ich jetzt mache. Ich glaube, es liegt am Spanner. Irgendwas mit dem Spanner ist komisch. Ja. Dass die Feder nicht stark genug war, dass du den angezogen hast, obwohl er gar nicht richtig gespannt war. Ja, das ist die einzige Option, die ich jetzt gerade noch sehe. Gut, jetzt aber wirklich tschüss, Kinder. Kauft immer den Zahnriemenspanner neu.